Jeder, der jetzt hier zuschaut und der heute mit dem Navi zum Beispiel den Weg ins Fähno gefunden hat oder der heute schon sein Smartphone verwendet hat oder gesurft hat im Internet, der hat zugegriffen auf Signale oder hat ausgenutzt, dass es Signale gibt, die von Atomuhren abgeleitet werden. In all diesen Anwendungen, die heute schon ganz alltäglich sind, kommt es auf genaue Zeitmessungen an. Und die PTB mit ihren Uhren ist ein Stück dieser Infrastruktur, die dafür sorgt, dass alle diese Systeme auch in Deutschland funktionieren können. Das heißt, hier in der PTB hat man mit dem Aufbau der PTB hier in Braunschweig in den 50er Jahren erst Quarzuhren gebaut, dann selbst Atomuhren entwickelt und eben auch die Dienste aufgebaut, um die Zeit im Land zu verteilen. Und das ist eine tolle Aufgabe, weil da hängt ungeheuer viel dran im Land. Das ist nicht mehr Forschung, das ist dann wirklich nur Anwendung dessen, was hier steht. Und das macht mir aber Freude, dass das auch tatsächlich genutzt wird. Jeder verbindet mit einer Uhr etwas, das es tickt. Also etwas, einen Takt, der gezählt wird. Das ist die Vorstellung und das ist, wie eine Pendeluhr funktioniert. Man zählt die Schwingungen des Pendels und bringt sie zur Anzeige und stellt den Zeiger. Bei einer Atomuhr ist dieses Pendel die elektromagnetischen Schwingungen, die die Atome beeinflussen können. Wir stellen diese Beeinflussung fest und regeln die Frequenz dieser elektromagnetischen Strahlung und damit die Pendelfrequenz, sodass sie den richtigen Wert hat. Diese Schwingungen werden gezählt, nach einer bestimmten Anzahl ist eine Sekunde vorbei und dann muss die Uhrzeit gestellt werden, sodass die Anzeige, die man sieht, tatsächlich sinnvoll ist. Das ist genau wie bei einer sozusagen konventionellen Uhr. Überhaupt zu verstehen, die Eigenschaften von Atomen oder wie kann ich durch elektromagnetische Strahlung Atome beeinflussen, das ist schon ein Stück Grundlage der Physik. Dann gibt es eine ganze Reihe von Effekten, die vorhergesagt werden in der Natur, die man in der Praxis nur mit Uhren nachweisen kann, weil Uhren diese Eigenschaften so genau sind, weil man die Zeitintervalle und Frequenzen ungeheuer genau messen kann. Das Bekannteste, kommt jeder drauf, ist die Relativitätstheorie. Sie manifestiert sich darin, dass eine solche Uhr, wie sie hier steht, anders geht, wenn sie hier steht, als wenn ich sie einen Meter hochhebe. Und inzwischen kann man das nachweisen. Also wir haben eine dieser Uhren im Rahmen ARD Morgenmagazin auf dem Brocken stehen gehabt. Und dann kommt die Uhr zurück und ist eben übers Wochenende dort oben schneller gegangen. Das ist letztlich Konvention. Die Zeitmessung ist nicht in allen Punkten Wissenschaft und in allen Punkten logisch. Dass der Tag 24 Stunden hat, ist menschengemacht. Die Periode, die sich die Erde um ihre Achse dreht, natürlich nicht. Das ist uns gegeben. Aber die 24-Stunden-Teilung haben wir uns ausgedacht, die Ägypter. Die 60er-Teilung der Stunde, die 60er-Teilung der Minute, das geht auf die Babylonier zurück. Und jetzt zu sagen, ich ordne einen bestimmten Wert, 12 Uhr, einem bestimmten Phänomen am Himmel zu, das ist uralt. Die Ägypter haben den Tag in 2x12 Teile geteilt und der Mittag ist der, wo die Sonne am höchsten steht. Und diesen Mittag nennen wir 12 Uhr. Und mittlere Sonnenzeit am Längengrad durch Greenwich, das berühmte Greenwich Observatory, definiert Universal Time. Und die Atomzeit, die wir hinter uns auf der Uhr abgebildet sehen oder die hinterher auf der Atomuhr läuft, ist Coordinated Universal Time. Das heißt Atomzeit angepasst an diese mittlere astronomische Zeit. Heute beobachtet man die Orientierung der Erde im Weltraum mit Radioteleskopen und durch Vergleich mit GPS und durch Vergleich mit Satelliten, also Laserentfernungsmessung zu Satelliten. Und alle diese Messungen gehen ein in die Kontrolle, ob unsere Zeit, also die koordinierte Weltzeit, immer noch mit der mittleren Sonnenzeit übereinstimmt. Und wenn das aus dem Ruder zu laufen seid, das heißt also der Unterschied in die Gegend kommt von einer halben Sekunde, dann wird in die Atomzeit eine Schaltsekunde eingeführt. Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Nachts lasse ich die Uhren manchmal stehen, aber man muss sich auch vor ihr nicht fürchten, denn sie ist ein Geschenk des Vaters, der uns alle geschaffen hat. Hugo von Hofmannsthal im Rosenkavalier. Also die Zeit, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil das ist das Leben, was uns begegnet, besteht aus Werden und Vergehen. Und dazwischen Ordnung zu halten, dafür braucht es Uhren. Deshalb bauen die Menschen seit 4000 Jahren Zeitmesser, irgendwelche Obelisken, die dann Schatten werfen und so, um sich verabreden zu können. Oder von dann bis dann ist der Markt geöffnet. Und das hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Natürlich haben immer wieder Philosophen nachgedacht, was die Zeit ist. Aber es ist einfach die Registrierung der Veränderung und das quantitativ und in ein Ordnungsschema gepresst. Also wir haben jetzt so und so viel Uhr, das ist einfach nur praktisch, das zu wissen. Aber das hat keine höhere philosophische Grundlage, bei mir jedenfalls nicht.